vielen Dank für die freundliche Begrüßung und Vorstellung. Mein Thema heute ist Wissenschaftskommunikation, insbesondere die Beteiligung von Wissenschaftlern und wissenschaftlichen Organisationen daran und wie sich die Begegnung von Wissenschaft und Öffentlichkeit im Zeichen des Internet, im Zeichen sozusagen der Digitalisierung unserer Gesellschaft verändert. Das Internet schafft neue Formen der öffentlichen Kommunikation über Wissenschaft und der Beteiligung von Wissenschaftlern und wissenschaftlichen Organisationen daran. Das ist mein Thema. Also wir kennen alle die Websites von Universitäten, von Forschungseinrichtungen. Wir kennen vielleicht nicht alle, aber viele kennen die Wissenschaftsblogs, wo Wissenschaftler oder andere mit Interesse an Wissenschaft über wissenschaftliche Themen informieren und diese kommentieren. Und wir kennen auch Online-Communities, also Gemeinschaften, die sich etwa in den sozialen Netzwerken konstituieren und in denen Wissenschaftler untereinander, aber auch mit interessierten Laien über wissenschaftliche Themen kommunizieren. Und die Effekte dieser veränderten Kommunikationskultur im Internet sind zum einen die Internationalisierung. Also wenn ich heute mit Kollegen kooperiere, dann ist es eigentlich egal, ob die an der nächsten Hochschule oder ob die in den USA oder in China sind. Es ist eine vergrößerte Transparenz zu konstituieren, zu festzustellen. Das bedeutet, dass jedermann, Wissenschaftler wie Laien, also Zugang zu einer Unmenge von Informationen haben, teilweise relevant, teilweise irrelevant. Und auch, ich glaube, Herr Gerhard wird darüber noch etwas sprechen, dass die Privatheit von Informationen nicht mehr gewährleistet ist. Wenn wir uns an das Hacking der E-Mails von Klimaforschern erinnern, dann sieht man, im Netz ist eigentlich nichts wirklich privat. Ja, das ist sozusagen die Kehrseite der Transparenz. Es kommt zu einer Aufweichung von Grenzen unter Umständen, insofern, dass also bestehende Kommunikationssysteme etwa der Wissenschaftler untereinander plötzlich weiche Grenzen bekommen, dass sich andere einschalten können, entweder als Zuhörer oder vielleicht sogar als Kommunikatoren und dass das möglicherweise das Verhältnis von Wissenschaft und Öffentlichkeit grundsätzlich verändert. Klassischerweise war es so, dass die Wissenschaft über den Wissenschaftsjournalismus, also Journalisten, die über Wissenschaft berichteten, mit der Öffentlichkeit kommunizierten, also Vermittler eingeschaltet waren. Auch die Hochschulpressestellen oder Pressestellen von Wissenschaftseinrichtungen gehören zu diesen Vermittlern. Und im Zeichen des Internet fallen im Grunde genommen technische und ökonomische Grenzen, Beschränkungen, dass sich jeder Einzelne direkt an die Öffentlichkeit wenden kann, wenn er oder sie das denn auch wollen. Also die Frage nach der künftigen Rolle von Vermittlern, etwa von Wissenschaftsjournalisten, stellt sich im Zeichen der durchgreifenden Digitalisierung des Kommunikationssystems. Und schließlich bietet das Netz vergrößerte Möglichkeiten der Selbstdarstellung und der Selbstvermarktung von Wissenschaftlern und wissenschaftlichen Organisationen. Und die Frage ist dann, inwieweit dieses die Vermittler verdrängt oder auch zu erwünschten und unerwünschten Effekten führt. Allerdings denke ich, bei aller Veränderung der Kommunikationsumwelt, die sicherlich ganz drastisch und dramatisch und tiefgreifend ist, dass man doch festhalten muss, dass die neuen Formen der Kommunikation, etwa über soziale Netzwerke, YouTube, dass die alten Formen nicht unbedingt verdrängen. Auch im Internet gibt es nach wie vor Journalismus, der zwar mit anderen Ausdrucksmöglichkeiten, die eben die Online-Umgebung bietet, aber nichtsdestotrotz letztlich journalistisch tätig sind, das heißt über Wissenschaft aus einer externen Perspektive berichtet. Auch alte Interessen von Kommunikatoren, von Stakeholdern und Machtverhältnisse werden sich im Internet reetablieren. Es ist also nicht so, dass nun plötzlich die Interessenlagen völlig andere wären, dadurch, dass sich die Kommunikationsumwelt ändert. Und schließlich bleiben bestimmte Kommunikationsfunktionen, also kommunikative Absichten oder auch Informationsbedürfnisse des Publikums, die verändern sich nicht unbedingt so stark, aber die Formen, mit denen diese Interessen ausgedrückt werden, diese Informationsbedürfnisse befriedigt werden, die verändern sich natürlich sehr stark in dieser neuen Kommunikationsumwelt.
Wenn ich jetzt von Selbstvermarktung im Folgenden spreche, dann möchte ich vorab betonen, dass es eine Vielfalt an Motiven bei Wissenschaftlern und auch wissenschaftlichen Organisationen gibt, mit der Öffentlichkeit zu kommunizieren, dass nicht bei allen und immer das zentrale Motiv die Selbstvermarktung ist. Es ist also ein bisschen anrüchiger Begriff Selbstvermarktung. Also erstmal, es gibt eine ganze Reihe anderer Motive, etwa sozusagen das ganz ursprüngliche, dass die Rollen des Forschers und des Lehrers ja eng miteinander verknüpft sind und insofern das Verbreiten von Wissen mit zum Wesen der Wissenschaft sozusagen gehört. Es gibt eine ganze Reihe von persuasiven, also Versuchen der Beeinflussung im Guten wie im Schlechten, akzeptanztechnischer Innovationen, aber auch sozusagen ärztliche Aufklärung von Patienten, die als Motiv eine Rolle spielen. Und letztendlich kann man sagen, generell ist es das Ziel von Wissenschaftlern, von wissenschaftlichen Organisationen, zu einer Rationalisierung des Verhaltens und von politischen Entscheidungen beizutragen. Also alles dieses will ich nicht bestreiten, aber ich rede im Folgenden nicht mehr davon, wollte es nur vorab einmal bemerkt haben. Ansonsten ist es so, dass in den letzten Jahrzehnten die strategischen Funktionen öffentlicher Selbstdarstellung der Wissenschaft und ihrer Konsequenzen in den Blick gerückt sind. 1977 bei einer Rede von des damaligen Bundeskanzlers Helmut Schmidt vor der DFG-Jahresversammlung sprach er von einer Bringschuld der Wissenschaft. Er appellierte an die Wissenschaftler, sich stärker in der Öffentlichkeit zu Wort zu melden. Und das Argument, was er später noch einmal sehr ausführlich erklärt hat, ist, dass diese öffentliche Präsenz der Wissenschaft es den Politikern erst ermöglicht, Geldmittel, ausreichend Geldmittel, die ja immer in Konkurrenz zu anderen Ansprüchen sozusagen verhandelt werden, für die Wissenschaft bereitzustellen. Dorothy Nelkin, eine amerikanische Soziologin, diagnostizierte dann 10 Jahre später in einem Buch, berühmten Buch Selling Science, also Wissenschaft verkaufen, dass die Wissenschaft in der Tat öffentlich kommuniziert unter strategischen Gesichtspunkten mit dem Kalkül, ihre Interessen offensiv durch öffentliche Kommunikation zu vertreten. Und schließlich Peter Weingart, ein bekannter deutscher Wissenschaftssoziologe, 2001 in einem Buch Die Stunde der Wahrheit. Er sprach von der Medialisierung der Wissenschaft als Antwort auf Legitimationsdefizite. Und er selber versuchte auch nachzuweisen, dass diese strategische Öffentlichkeitsorientierung der Wissenschaft unter Umständen problematische Effekte innerhalb der Wissenschaft selbst hat. Also was wir konstatieren, ist im Grunde genommen eine Institutionalisierung, Professionalisierung und strategische Orientierung der Wissenschaftskommunikation auf verschiedensten Ebenen. Auf der nationalen Ebene Wissenschaft im Dialog, hier in Berlin angesiedelt, versuchen so Aktionen wie Wissenschaftsjahre zu organisieren. Städte und Regionen wollen sich sozusagen mit dem Label wissenschaftsfreundlich, wissenschaftsnah auszeichnen gegenüber anderen Regionen. Organisationen, also Hochschulen, Forschungseinrichtungen wie das Forschungszentrum Jülich, versuchen Öffentlichkeitsarbeit zu betreiben und, das ist vielleicht das Interessante, sie konkurrieren qua Öffentlichkeitsarbeit da auch mit anderen ähnlichen wissenschaftlichen Organisationen. Projekte machen ihre eigene Öffentlichkeitsarbeit, etwa das Großprojekte in der Raumfahrt. Es gibt so einen bekannten Spruch, dass viele Wissenschaftsorganisationen oder viele Forschungsorganisationen eine Pressestelle haben, aber dass die NASA, also die amerikanische Raumfahrtbehörde, eine Pressestelle ist, die sich eine eigene Forschungseinrichtung hält. Ja, also um klarzumachen, dass öffentliche Kommunikation ganz zentral geworden ist für Wissenschaft auf verschiedensten Ebenen, bis eben auf die Ebene des einzelnen Wissenschaftlers, der heutzutage oftmals versucht, durch Präsenz in sozialen Netzwerken seine Bekanntheit innerhalb und außerhalb der Wissenschaft zu erhöhen und damit sozusagen seine Marktchancen auf dem Arbeitsmarkt zu vergrößern. Die Frage ist natürlich, sind die Annahmen, dass das funktioniert, dass Selbstvermarktung ihre Ziele erfüllt, sind die realistisch?
Und man kann erstmal empirisch konstatieren, dass wissenschaftliche Kommunikatoren auf allen Ebenen, also auf der Ebene sozusagen der nationalen Akteure bis hin auf der, zu der Ebene der einzelnen Wissenschaftler davon überzeugt sind, dass Bevölkerung, Politik und Wissenschaftsmanagement, einschließlich des Wissenschaftsmanagements der eigenen Hochschule, mediale Sichtbarkeit von Forschungsergebnissen, Projekten, Organisationen und Wissenschaftlern als Relevanz- und Erfolgsindikator ansieht. Das heißt so, die Annahme, die Grundannahme ist, wenn etwas in den Medien ist, natürlich nicht als Skandal, sondern neutral positiv, dann ist es etwas, was gesellschaftlich, also auch außerhalb der Wissenschaft relevant ist. Befragungen belegen in der Tat die Sensitivität des wissenschaftspolitischen Umfelds für mediale Sichtbarkeit. Es gibt eine Befragung von wissenschaftspolitischen Entscheidungsträgern, die zeigt, wie Medienberichte über Wissenschaft in den politischen Entscheidungsprozess einbezogen werden und da Effekte haben. Es gibt eine Befragung von Entscheidungsträgern in Hochschulen durch Kollegen Koring, Marcinkowski, die zeigt, wie wichtig Hochschulen heutzutage öffentliche Präsenz ist und dass natürlich Wissenschaftler, die helfen, diese öffentliche Präsenz der Organisation zu befördern, unter Umständen positiv angesehen werden und sozusagen gefördert werden innerhalb der Hochschule dafür. Und schließlich gibt es Befragungen von Wissenschaftlern, unter anderem eine Befragung von Neurowissenschaftlern, die wir selber gemacht haben, wo deutlich wird, dass die Wissenschaftler selber, nicht alle, aber doch ein großer Anteil von positiven Effekten für öffentlicher Sichtbarkeit für ihre Forschungsprojekte, aber auch für sie in Bezug auf Karriere davon ausgehen. Ich habe hier ein Zitat unter vielen aus dieser Befragung mitgebracht und würde es gerne Ihnen vorlesen. Also das ist ein Zitat eines Neurowissenschaftlers. Also, wenn man sich zum Beispiel an einem Institut etablieren will, dann ist es schon ein wichtiger Bereich, dass man auch in der Öffentlichkeit präsent ist. Also, das spielt für Chefs schon eine Rolle, dass er jemand ist, der irgendwie Arbeit macht, die auch in der Öffentlichkeit rezipiert wird. Solche Zitate gibt es eine ganze Menge. Ja, also Wissenschaftler sind davon überzeugt, oder viele Wissenschaftler sind davon überzeugt, wenn sie öffentlich präsent sind, dann hat es positive Effekte auf ihre Arbeit und auf ihre Karriere. Wir haben hier einmal einige Indikatoren zusammengestellt aus Befragungen von Wissenschaftlern in Deutschland. Wir haben 1600 Wissenschaftler in Deutschland befragt und stellen jetzt hier in dieser Tabelle diese Ergebnisse einmal dar. 87% der von uns befragten Wissenschaftler aus verschiedensten Wissenschaftsdisziplinen, von Philosophie bis hin zu Architektur, Bauwesen, erwarten, dass die politische Unterstützung für die Wissenschaft steigt, wenn Wissenschaft stärker öffentlich präsent ist. Nur 2% gehen davon einen negativen Effekt aus. Man kann also sagen, es ist eigentlich breite Mehrheitsmeinung innerhalb der Wissenschaft, dass öffentliche Präsenz von Wissenschaft zu einer vergrößerten gesellschaftlichen politischen Unterstützung führt. Aber ein gutes Drittel der Wissenschaftler erwartet auch, dass der Zugang zu Forschungsgeldern erleichtert wird, wenn ihre Arbeiten oder ihre Person in der Öffentlichkeit bekannt ist. Und kaum jemand glaubt, dass es schadet. 32%, die selber Medienkontakte gehabt haben, geben an, dass diese Medienkontakte positive berufliche Auswirkungen gehabt haben. Nur 2% sagen, es waren eher negative Auswirkungen. Und schließlich bezogen auf einen konkreten, nämlich den letzten Medienkontakt, also den letzten Kontakt mit einem Journalisten, den Sie gehabt haben, sagen 27%, ja, dieser einzelne Kontakt hat bereits positive Auswirkungen gehabt, beruflich. Und nur 1% sagt, naja, das war eher negativ. Ja, es gibt jeweils einen großen Bereich bei den drei letzten Indikatoren, die sagen, das ist entweder teilweise positiv, teilweise negativ oder neutral oder sie wissen nicht richtig, wie der Effekt gewesen ist. Aber es ist jedenfalls klar, dass weitaus mehr Wissenschaftler von positiven Effekten öffentlicher Sichtbarkeit auf ihre Arbeit ausgehen, als negative Effekte davon erwarten. Die Formen, wie Wissenschaftler mit der Öffentlichkeit in Kontakt kommen, unterscheiden sich sehr stark. Wir haben hier einige, in Bildern dargestellt, einige verschiedene Formen mal aufgeführt. Zum Beispiel den Wissenschaftsjournalismus, links oben, ein Artikel aus der Zeit, nur als Beispiel.
Da werden normalerweise Wissenschaftler von Journalisten kontaktiert, manchmal auch kontaktiert, nachdem die Öffentlichkeitsarbeit ihrer Universität oder Forschungseinrichtung die Medien kontaktiert hat, durch eine Pressemitteilung etwa. Dann haben wir Wissenschaftler, die schreiben selbst in populärwissenschaftlichen Magazinen, hierbei als Beispiel Spektrum der Wissenschaft. Wir haben Wissenschaftler, die in Blogs sozusagen schreiben, hier Sci-Lox als Beispiel dargestellt. Und wir haben natürlich ein Riesenspektrum an öffentlichen Veranstaltungen, wie diese hier, ja, aber auch die jetzt über die Veranstaltungen, die man Science Slams nennt, wo Wissenschaftler so ein bisschen spaßhafte Vorträge innerhalb von 10 Minuten sozusagen abzuhalten haben. Und alle diese Formen sozusagen existieren gleichzeitig nebeneinander und sie unterscheiden sich in interessanter Hinsicht, nämlich zum Beispiel darin, wer ergreift die Initiative dazu? Ist es der Wissenschaftler selber, die Wissenschaftsorganisation oder ist es eher so, dass jemand anfragt und den Wissenschaftler bittet, sich zu beteiligen? Und der zweite Punkt ist, ist es eher wissenschaftliche Selbstdarstellung? Oder ist es eher sozusagen, dass jemand wie ein Journalist etwa eine externe Perspektive auf Wissenschaft anlegt, also quasi als externer Beobachter von Wissenschaft fungiert? Wenn wir uns angucken, wie oft oder wie viele Wissenschaftler an solchen Kommunikationsaktivitäten mit der Öffentlichkeit beteiligt sind, dann sehen wir, dass es also recht viele sind. Also hier sehen wir die Prozentwerte, die angeben, dass sie in den letzten 3 Jahren mindestens einmal an solchen Aktivitäten beteiligt waren. Und im Falle der Medienkontakte haben wir sogar eine etwas differenziertere Aufschlüsselung. Also danach haben etwa 75%, hier genau 77%, zumindest einmal Kontakt mit Journalisten gehabt in den letzten 3 Jahren. Und immerhin 18% haben mehr als 10 solcher Kontakte gehabt. Also was diese Zahlen zeigen, man müsste sie jetzt sozusagen genauer erläutern und gucken, was dahinter steckt. Es zeigt, dass also die Kommunikation mit der Öffentlichkeit, ja, von einer breiten Schicht von Wissenschaftlern getragen wird. Es sind nicht nur wenige, die man vielleicht so im Kopf hat, auch als Namen, die jetzt als visible, als besonders sichtbare Wissenschaftler mit der Öffentlichkeit kommunizieren, sondern es gibt eine breite Grundlage für öffentliche Kommunikationsaktivitäten verschiedenster Art unter den Wissenschaftlern. Ja, kommen wir zur Digitalisierung. Also ich selber habe angefangen vor 30 Jahren mit meiner Karriere, da verschwand die Lochkarte. Ich habe eine mal noch aufgeführt auf der Folie. Ich weiß nicht, wer von Ihnen sich daran noch erinnert. Ich sehe, es sind auch viele Ältere hier, die kennen das vielleicht noch. Viele Jüngere werden das vielleicht gar nicht mehr oder höchstens vom Hörensagen kennen. Also das war sozusagen die Zeit, wo die Lochkarte verschwand aus dem Arbeitsalltag von Wissenschaftlern. Im Studium habe ich noch sozusagen mit Lochkarten gearbeitet, statistische Auswertungen gemacht. Als ich dann im Forschungszentrum Jülich vor 30 Jahren anfing, wurde gerade der letzte Lochkartenleser abgeschafft und alles ging elektronisch über, das ist ja auch schon elektronisch, ja, aber es ging über Terminals, Datennetze und so weiter. Die digitale Experimentsteuerung und Datenaufzeichnung hat sich enorm verändert. Ich will das jetzt nicht im Detail ausführen. Aber für mich persönlich, wo ich sozusagen als Sozialwissenschaftler Befragungen mache, bedeutet es, dass zum Beispiel wir umgestiegen sind, jedenfalls in vielen Fällen, von schriftlichen Befragungen, wo wir mit der Post Fragebogen verschickt haben an unsere befragten Wissenschaftler, hin zu Online-Befragungen, wo wir jetzt per E-Mail einen Link verschicken. Der Link wird angeklickt und dann sozusagen auf dem PC erscheint dann der Fragebogen und kann elektronisch ausgeführt werden. Die Büroarbeiten, das kennen wir in vielen Berufen, haben sich geändert. Drastische Einschnitte und drastische Verbesserungen aus unserer Sicht als Wissenschaftler, würde ich sagen, ist sozusagen die Einführung der E-Mail, des E-Mail-Verkehrs, der Datennetze, was die Kooperation mit Kollegen im In- und Ausland enorm vereinfacht hat. Ja? Moderne Möglichkeiten wie Dropbox, dass man Daten also sozusagen in Arbeitsgruppen teilt, ResearchGate, dass man so eine Community hat, ähnlich wie Facebook, wo man sich gegenseitig sozusagen bewertet und zur Kenntnis nimmt, was andere machen und so etwas. Ich will da jetzt nicht im Detail drauf eingehen. Es gibt eine Studie des Leibniz-Forschungsverbunds Science 2.0, die also diese Informationsaktivität oder diese Aktivitäten von Wissenschaftlern in diesen neuen Möglichkeiten analysiert und feststellt, dass Wissenschaftler diese Möglichkeiten, die technisch da sind, sehr selektiv nutzen. Also es wird keineswegs alles genutzt,
alles genutzt, sondern es wird das genutzt, was die Wissenschaftler selber für sich und ihre Arbeitsbedingungen und ihre Arbeitsprozesse für nützlich erachten. Das ist ja auch eigentlich ganz vernünftig. Ja, mobile Arbeitsumgebung. Ne? Also jemand, der ein Experiment hat, im Labor steht, ist natürlich nicht mobil, aber ich als Sozialwissenschaftler, ich habe eine externe Festplatte, einen Laptop, wo immer ich WLAN-Anschluss habe und meinen Laptop aufbauen kann, die Festplatte anschließen, habe ich meine Arbeitsumgebung dabei. Einschließlich der Literatur, mit der ich arbeite, alle Texte, die ich in den letzten 20 Jahren verfasst habe, sind da drauf und so weiter. Es ist völlig egal, ob ich an der Partneruniversität in Madison arbeite oder bei mir in Jülich an meinem Arbeitsplatz, es ist egal. Ja? Also die Arbeitsumgebung ist völlig mobil. Der Online-Zugang zu wissenschaftlicher Literatur und sonstigen Informationen. Ich erinnere mich noch an die Zeiten, wo wir als Wissenschaftler Fernleihbestellungen machten. Dann musste man ein Formular ausdrücken, rot in unserem Fall, der Bibliothek geben. Und wenn man Glück hatte, war dann nach 2 bis 4, manchmal 6 Wochen, manchmal auch nie, dann eine Kopie des angeforderten Artikels da. Heute sozusagen habe ich Zugang zu fast allen relevanten Fachzeitschriften direkt. Und da, wo der Zugang nicht existiert, fülle ich ein Online-Formular aus. Und letztens sozusagen hat es 20 Minuten gedauert, ehe mir die Zentralbibliothek dann den gewünschten Artikel als elektronische Kopie schickte. Also der Zugang zu Informationen aller möglichen Art ist durch das Internet in der Wissenschaft und außerhalb enorm vereinfacht worden. Für unsere Kommunikationsdiskussion ist natürlich von besonderer Bedeutung, dass auch fast alle Inhalte, fast alle Texte, die wir schreiben, irgendwie online sind. Natürlich unsere Publikationen. Ne? Also die sind heute alle in Fachzeitschriften, die auch elektronisch zugänglich sind, vorhanden. Aber auch Projektbeschreibungen auf unseren Websites, populäre Ergebnisdarstellungen, Pressemitteilungen, alles das ist heute öffentlich zugänglich über das Internet. Manche von uns schreiben Blogposts oder geben Interviews, die dann in Blogs abgedruckt werden, oder wir kommunizieren in sozialen Netzwerken. Viele dieser Inhalte sind natürlich auf Fachkollegen gerichtet, aber manche Inhalte sind auch auf Laien zugeschnitten oder jedenfalls für Laien brauchbar. Für Laien, glaube ich, hat sich dadurch die Transparenz der Wissenschaft, für die interessiert sind natürlich nur, enorm verbessert und enorm vergrößert. Ja, wie sieht es aus in der Bevölkerung? Natürlich hat sozusagen die Verbreitung des Internet auch in der Bevölkerung große Effekte gehabt. Derzeit, die neuesten Daten von 2013, sind 77% der deutschen Bevölkerung online, also nutzen mehr oder weniger regelmäßig irgendwelche Anwendungen im Internet, suchen über Google nach Informationen, kommunizieren über E-Mail oder sozusagen telefonieren per Skype mit dem Enkel in Australien oder wo auch immer, alle möglichen Anwendungen. Und zusätzlich ist es so, dass das auch zunehmend mit mobilen Endgeräten, sprich Smartphones, passiert. Also überall, wo wir sind, haben wir im Prinzip Zugang zum Internet. Und Information wird zunehmend online nachgefragt. Also es gibt einen Trend weg von klassischen journalistischen Angeboten wie das Fernsehprogramm oder die gedruckte Tageszeitung oder gedruckte Magazine hin zu Online-Angeboten. Und Sie können es vielleicht hinten nicht sehen, aber dieser steil ansteigende Strich, den Sie an beiden Grafiken sehen, ist der Anteil derjenigen, die Online-Informationsquellen für Informationen präferieren, gegenüber denen, die sozusagen auf klassische Medien sind. Und links ist sozusagen die Gesamtbevölkerung dargestellt, rechts die etwas jüngere Altersgruppe der bis 29-Jährigen, also man sieht insbesondere bei den Jüngeren, gibt es einen dramatischen Anstieg der Nutzung von Online-Quellen im Vergleich zu Fernsehen und Tageszeitungen. So, daraus schließen jetzt manche, dass Facebook und Twitter die Hauptinformationsquellen für junge Leute sind. Ja, das ist aber überhaupt nicht der Fall. Es ist relativ klar, dass es diesen Trend zu Online gibt, aber es ist weit weniger klar, welche Online-Quellen denn tatsächlich dann genutzt werden. Insofern ist diese Klassifizierung in dieser Grafik, wir haben Fernsehen, wir haben Printmedien, wir haben Hörfunk, wir haben Internet, eigentlich hochproblematisch, weil natürlich Fernsehen, Radio und auch Zeitungen auch aus dem Internet zu rezipieren sind. Ja, also die Klassifikation ist offensichtlich alt und ist irgendwie
an der Realität vorbei. Ne? Das heißt, wir müssen uns genau angucken als Wissenschaftler, was wird denn im Internet rezipiert? Und dann stellt man plötzlich fest, dass die klassischen Tageszeitungen oder Magazine wie Spiegel Online, Tagesschau.de, dass die Webseiten sind, die für Informationszwecke besonders häufig benutzt werden, auch im Internet. Also es ist zwar ein Trend weg von gedruckten und gesendeten Medieninformationen, aber kein Trend weg von journalistischen Informationen. Ne? Die werden eben halt nur im Internet jetzt nachgefragt. Und man muss natürlich, wenn man sich anguckt, welche Informationsquellen werden tatsächlich genutzt, ganz stark differenzieren nach Nutzungsmotiven und nach Nutzergruppen. Also der Schüler, der für ein Referat recherchiert, wird natürlich ein viel breiteres Spektrum an Informationsquellen im Internet nutzen, als der, sag mal, an politischen Dingen Interessierte, der sich über die aktuelle politische Diskussion informieren will. Der wird eben vielleicht zu Spiegel Online oder Tagesschau.de gehen, während der Schüler zu Wikipedia geht und alle möglichen anderen Informationsquellen benutzt. Also hier muss man ganz genau hingucken und das ist bislang zwar schon ansatzweise getan, aber doch nicht sozusagen in der notwendigen Detailliertheit und Repräsentativität. Ja, wenn wir jetzt diesen Trend zur Wissenschaftskommunikation, zu Online-Kommunikation mal konstatieren, dann könnte es verschiedene Effekte geben. Ein Effekt wäre, dass Vermittler wie der Wissenschaftsjournalismus überflüssig werden könnten. Ne? Weil, wie gesagt, die Barriere, jeder kann seine eigene Webseite aufbauen, jeder kann bloggen, und kann es lernen, das zu tun. Jeder kann über soziale Medien kommunizieren. Ja? Also die Barrieren sind weg. Und es gibt mehr Optionen für wissenschaftliche Kommunikatoren, für Pressestellen, genauso wie für einzelne Wissenschaftler, diese Möglichkeiten zu nutzen. Und es ist durchaus wahrscheinlich, dass die direkte Kommunikation von Wissenschaftlern mit Bürgern gegenüber der journalistisch vermittelten Kommunikation an Gewicht gewinnt. Ein zweiter Punkt ist, dass manche denken, durch diese neue Kommunikationsumgebung wird es ein stärkeres Public Engagement, also eine stärkere Beteiligung der Bevölkerung an Forschung und Wissenschaftssteuerung geben, also die Partizipation etwas zunehmen. Und verwiesen wird auf Dinge wie Crowdfunding, also dass Wissenschaftler für Projekte quasi Gelder einwerben von Bürgern im Internet, Citizen Science. Früher hätte man das genannt Amateurwissenschaft, was sozusagen im Internet organisiert wird und Möglichkeiten angeboten werden. Die öffentliche Zugänglichkeit wissenschaftlicher Publikationen ist vergrößert, Open Access, also jeder soll zugreifen können auf diese Informationen und so weiter und so fort. Also die Möglichkeit existiert, dass also die Schnittstelle zwischen Wissenschaft und Gesellschaft, Wissenschaft und Öffentlichkeit sich, sagen wir mal, grundlegend ändert. Und die Frage ist, wie wahrscheinlich ist das? Ich persönlich glaube, dass sich diese Aufweichung, wenn man das so will, doch nur sehr selektiv zeigen wird. Ja, weil natürlich zum Beispiel die Frage der Verständlichkeit und der Esoterik der Information und des Wissens durch die Differenzierung der Wissenschaft sehr stark zugenommen hat und viele Informationen werden schlicht und einfach für den Nichtfachmann oder die Nichtfachfrau unverständlich bleiben. Und dann denken auch einige, dass es zu einem Wandel der Einstellung zur Öffentlichkeit, zu öffentlicher Partizipation und öffentlicher Kommunikation unter jüngeren Forschern gibt. Und auch da muss ich sagen, wir haben versucht, das in unseren Befragungen einmal zu untersuchen und geguckt, gibt es wirklich Unterschiede in der Bereitschaft zu sagen, jawohl, die Öffentlichkeit soll beteiligt werden an Entscheidungen über Forschungspolitik, direkt beteiligt werden. Ja? Und da gibt es kaum Altersunterschiede. Es ist nicht so, dass die Jüngeren offener wären, solche Partizipation, solche Beteiligung zuzulassen als die Älteren. Gleiches gilt für die Bereitschaft, Wissenschaftskommunikation dialogisch durchzuführen, statt sozusagen durch Verbreitung von Wahrheiten, ja, durch eindimensionale, eindirektionale Kommunikation. Ich frage jetzt mal nach, meine Zeit ist um, dann höre ich ja auf. Vielen Dank. Ja.